Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Replay World of Warships. Ja, ein neues Gefecht in einen Zerstörer, und zwar nicht irgendeinen Zerstörer, sondern in der Daring. Die Daring ist der britische Tier 10 Zerstörer, also das Ende, was auf einen wartet, von einer sehr spaßigen Linie. Generell, die ganzen Zerstörer der Briten machen sehr viel Spaß. Und wir haben ja auch ein paar Besonderheiten auf der Daring. Es ist zum einen, wir haben hier den Nebel, den Kurzimpuls-Nebelerzeuger. Das heißt, wir haben einfach einen kurzen Nebel. Dafür haben wir mehrere Aufladungen. Und ja, wir müssen nicht lange auf den Nebel warten. Also der Cooldown ist nicht besonders hoch. Wir haben eine hydroakustische Suche dabei. Also ähnlich wie auch die deutschen Zerstörer. Allerdings ist bei den Briten die Hydro eher zur Verteidigung, so dass wir nicht in irgendwelche Torpedos reinfahren. Und die große Besonderheit ist natürlich hier die Heilung. Hier ist auch der Inspekteur geskillt. Normalerweise sind nur zwei Heilungen da. Und gerade die Kombination mit Hydro, den kurzen Nebel und der Heilung macht die Daring extrem stark, weil sie sich einfach verpissen kann, wenn der Gegner zu stark ist. Dazu haben wir einen sehr guten Tarnwert. Wir sehen es hier auch, hier geht die Crossway auf. Die Crossway, ein sehr starker DD, wenn es was defensiv angeht. Der hat auch eine Heilung, aber er geht halt vor uns auf. Und ja, wir haben durch den Nebel und durch den Hydro die Möglichkeit, falls wir zu viel Schaden bekommen, uns zurückzuziehen, uns zu heilen und ihn zu versuchen, wieder zu spotten. Wir haben jetzt hier auch gerade gesehen, er hat sehr viel Leben verloren. Das war auf jeden Fall ein sehr schlechter Trade für ihn. Oh, da ist er noch im blinden Nebel getroffen worden. Ja, es ist auch kein Gefecht von mir selbst, sondern vom Clanmate, vom Malte. Wir sind hier im Ranked unterwegs. Drei Zerstörer, nur ein Kreuzer, zwei Schlachtschiffe. Ja, typisch Ranked. Hier haben wir jetzt einen anderen Zerstörer, die Sherm. Sherm ist natürlich ein sehr übler Gegner für uns, aber naja. Der stellt sich da lieber in den Nebel rein. Eine kleine weitere Besonderheit, wir sehen das jetzt leider nicht. Die Daring hat die Möglichkeit, oder die britischen Zerstörer haben die Möglichkeit, die Torpedos entweder so abzufeuern, wie wir es gerade gesehen haben, oder die Torpedos tatsächlich einzeln abzuwerfen. Das ist manchmal ganz nützlich. Und wir haben hier auch ein sehr kleines Kaliber auf der Daring mit 113 mm. Das ist, glaube ich, das kleinste DD-Kaliber, zumindest im Forschungsbaum müsste es auf jeden Fall das kleinste sein. Das sorgt einfach dafür, dass wir mit der Daring, gerade wenn Zerstörer Breitseite zeigen, auf AP wechseln müssen. Ja, wir sehen jetzt hier das Team. Unser Team hat sich hier ganz gut aufgeteilt, gleichmäßig. Drei da, drei da. Und der Gegner hat irgendwie beide Schlachtschiffe hier auf eine Seite gezogen. Johaya hat das anscheinend auch verstanden. Das könnte gleich böse werden, wenn jetzt hier um die Ecke fährt. Da ist die Schirm. Die Schirm hat auch Hydro. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, aber die ist fast tot. Ja, auch hier sehr schön auf AP gewechselt. Naja, was ich jetzt nicht ganz verstehe, warum die Schirm nicht hier ranfährt und ihn mit der Hydro aufmacht. Weil die Hydro der Schirm, die geht weiter als unsere. Unsere geht bei Schiffen, wo steht jetzt? 3 Kilometer. Ich glaube, die Schirm hat 5 oder sogar 6 Kilometer. Aber jetzt kommt hier eh der GK rum. Jetzt ist es eh vorbei. Ja, sehr schön.
Ja, Crossover hat auch die Chance verpasst, da abzuhauen. Diese zwei Torpedos, die einzelnen, sind hier tatsächlich von der Schirm. Die hat nur zwei Torpedowerfer. Ja, und das war es jetzt auch für die Crossover. Ja, Kill nochmal geholt. Ja. Gegner hat zwei DDs verloren. Wir haben einen DD verloren, die Masso. Gar nicht mitgekriegt, dass die gestorben ist. Ja, wir kommen jetzt hier zum kleinen Nachteil von den britischen Zerstörern. Und das ist, wir haben keinen Motorboost. Und deswegen sollten wir eigentlich sowas wie jetzt hier nicht machen. Open Water Gun. Zumal, ihr seht ja, es ist kein Schaden. Was rumkommt. Aber hier auch genebelt. Ja, ich glaube, er wollte ins Cap reinfahren. Und hier auch durch die Heilung ist es nicht so schlimm, was wir da im Schaden bekommen haben. Aber eigentlich wollt ihr mit den britischen Zerstörern nicht Open Water Gunboat spielen. Die britischen Zerstörer sind auch Hybrid-Zerstörer. Das heißt, ihr könnt sie entweder auf Torpedos skillen oder auf Geschütze. Letzteres macht in der Regel mehr Sinn. Ja, das passiert tatsächlich ziemlich oft, dass man am Farmen ist im Nebel und plötzlich ist der Nebel weg bei den Briten. Ist das hier ein Replay-Fehler, dass der GK schreibt, dass der GK pushen soll, um die Petra zu killen? Ja, wahrscheinlich. Na, wir kriegen jetzt hier auch gerade ganz schön auf die Mütze von der Secondary. Aber ihr seht, wir haben den Nebel wieder ready. Alles easy. Aber jetzt ist die Ohio zu. Vielleicht tut es uns den Gefallen und schießt hier mal blind in den Nebel rein. Hier Petros raus. Wichtig, Petro ist einer der stärksten Gegner, den man haben kann. Allerdings, ja. Das Gefecht ist jetzt hier so gut wie durch. Einfach dadurch, dass die Zerstörer vom Gegner so gut wie raus sind. Die Shimakaze ist ein Torpedoboot. Die sollte jetzt eigentlich entweder durch die Harugumo sterben oder so viel HP verlieren, dass er nachher ein One-Shot für die Daring ist. Ja, hier das Kuhfürst wäre zum Beispiel tatsächlich so ein Ding, wo man Einzeltorps werfen könnte. Ja, genau. Was mit der Shima. Ich werfe tatsächlich mittlerweile die Tops lieber einzeln als in diesen Fächer. Aber gut, muss sogar noch von der Shima rausgetappt worden. Und ja. Es ist eigentlich so gut wie durch hier. Der GK kann jetzt C holen. Die Neski macht da gerade einen ganz dumme Aktion. Aber sie war generell viel zu passiv da in der Mitte. Weil die Nevsky wird jetzt hier einfach durch den GK sterben. Die Nevsky ist ein Kreuzer, der, wenn er halbwegs gut gespielt wird und er kaltet weg, ist er eigentlich fast nicht zu töten. Es ist genau so ein Kreuzer, dem man nicht hinterherfährt. Aber ja. Wenn natürlich den Gefallen tut, auf dem Schlachtschiff drauf zuzupushen, was nicht seine Stärke ist, dann geht man in der Regel raus. Und vor allem, wieso schießt der jetzt auf die Ohio? Ist der GK AFK? Ich glaube, der ist AFK. Oder ist der echt da in die Insel reingefahren? Ich merke auch gerade, dass ich gerade einen Hänger hatte. Der andere GK hat zum anderen GK geschrieben, dass er pushen soll. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass ja zwei GKs im Team sind.
Bitte, Ohio, friss jetzt nicht die Tops. Ja. Das ist jetzt hier sehr risky, was er macht. Einfach weil beide Schlachtschiffe auf Secondary geskillt sind. Und ihr wollt nicht als Gandidee in der Secondary von nur einen von den beiden eigentlich stehen. Ohio macht einen klassischen Fehler. Er schießt jetzt in den Nebel rein, bleibt jetzt 20 Sekunden weiter gespottet. Malte muss jetzt aufpassen, dass der GK nicht umdreht und mit den Hydro hier reinpusht. Auch jetzt hier die Zeiten im Auge behalten. Jo, GK schießt auch rein. Ja, perfekt. Was soll ich sagen? Genau, hier vom Nebel im Auge behalten. Weil 9000 HP sind relativ schnell weg. Oh, Großkleber. Dering ist auch tatsächlich der DD, den ich am meisten im CW gespielt habe. Und das Ding macht schon einfach Spaß. Ja, wir fahren jetzt auch einfach weg. Aber eigentlich, ja, weiß ich nicht. An sich haben sie das Gefecht verloren. Außer die Dägen macht was Dummes. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt die beste Idee ist, was sie machen, dass sie da so zusammenbleiben. Weil einfach die Gefahr besteht, dass halt einer einen Torp mitnimmt. Die Daring Torps sind zwar wirklich nicht die besten. Also, weil sie einfach zu lange nachladen, 110 Sekunden. Ja, genau, das ist es halt. Das ist halt so gefährlich bei der Daring. Man nebelt sich halt wieder. Und die hat halt immer Nebel ready. Nur einen ähnlich schnellen Nebel haben die Parnassiaten-Zerstörer. Der ist nicht ganz so schnell wieder ready. Dafür geht er ein bisschen länger. Aber ja. Naja. Immer die Tipps von Toten. Ist immer sehr hilfreich, wenn das wahrscheinlich. Naja. Ja, das ist aber tatsächlich wirklich der Moment, wo man wegfahren sollte. Weil die Gefahr tatsächlich besteht, dass der GK jetzt hier um die Ecke rumkommt. Oder, ja, genau, der GK war, glaube ich, im Cap. Weil wir haben zwar einen sehr guten Tarnwert, aber man möchte eigentlich nicht so nah an Inseln spielen mit Zerstörer. Das war auch der Fehler, den die Crossover gemacht hat. Die ist gestorben, weil sie da nicht mehr wegkam. Wäre die rechtzeitig hier nach außen weggekaltet, wäre sie am Leben geblieben. Ach, scheiße. Ohio ist auch fast tot. GK, ich weiß nicht. Also, wenn man GK spielt, sollte man nicht so passiv sein. Das Mindeste, was der GK machen könnte, wäre hier hochfahren und den Spot geben, damit die Dering noch farmen kann. Aber ja, da. Die rechnen aber auch wirklich nicht mit den Torpedos. Das ist noch ein Zerstörer hier, die wissen ungefähr, wo er ist. Nee, es wird einfach weiter geradeaus gefahren. Was soll denn passieren? Naja. Ist jetzt noch ein bisschen Reste. Reste Verarbeitung.
schauen, ob der gehen kann. Ne, geht er nicht mehr. Und wir sind wieder in der Endauswertung. Ja, das Gefecht ist gewonnen. 139.000 Schaden, das ist echt nicht schlecht als Staying. Wir haben zwei Auszeichnungen bekommen, Großkaliber und den Vernichter. Ja, ich glaube Vernichter. Auch hier fünf Brände und drei Wassereinbrüche. Mal schauen, was die gleich am Ende für Schaden gemacht haben. Gerade der Wassereinbruch auf der Ohio ist ja durchgetickt. Wir schauen hier mal. Boah, 120.000 Schaden auf die Ohio. Ja, da hat sie sich ein paar Mal hochgeheilt. Schirm 12.000. Ganz wichtig, dass die Schirme rausgegangen ist. Das war mit der gefährlichste Gegner. Crosse war ja nur 2.700, obwohl auch auf dem DD. Darf man das jetzt nicht unterschätzen? Ist jetzt was anderes als jetzt hier zum Beispiel die knapp 4.000 auf dem GK. Aber wie gesagt, Crossover, die hat sich da auch in eine Situation reinbewegt, wo sie nicht mehr rauskam. Auch generell, dass die hat ja am Anfang schon ihr halbes Schiff verloren. Da hätte sie viel defensiver sein müssen. Und ja, die Crossover ist tatsächlich auch so ein bisschen. Ja, so der Counterpart, also das Gegenstück zu einer Daring. Eine Daring ist ein sehr starker Zerstörer, mit dem man angreifen kann und dann, wie gesagt, sich auch relativ schnell wieder zurückziehen kann. Und die Krossowoi oder generell die russischen Zerstörer sind sehr stark, was die Defensive angeht. Dadurch, dass sie auch die Heilung haben, dadurch, dass sie Nebel haben, dass sie Death AA haben. Ja, ich weiß nicht, ich habe die Crossover noch nicht gespielt, ich habe nur den 8er, 9er gespielt. Man kann schon gegen britische Zerstörer gegenhalten, aber man braucht halt auch ähnlich wie auch die Daring die Zeit, wieder aus dem Gefecht rauszufahren, zu disengagen und sich hochzuheilen. Zumal die russischen Zerstörer ja auch sehr gute Open Water Farmer sind. Was halt gar nicht so der Fall für die Daring ist. Die Daring farmt immer kurz aus ihrem Nebel und bewegt sich dann halt wieder. Deswegen mag ich auch diesen Spielstil der Briten so gerne. Ja, aber jetzt lange gelabert. Wir haben zum größten Teil AI geschossen. Das ist okay, wir haben Schlachtschiff gefarmt, 55.000 Schaden gemacht bei 280 Zieltreffer. Und hier kurz mal AP geschossen. Wie gesagt, gerade Daring und auch ihr Vorgänger. Dadurch, dass sie so ein kleines Kaliber haben, können wir auch auf Zerstörerbreitseiten AP schießen. Auch auf Schlachtschiffen und auf Kreuzer schieße ich teilweise sehr oft AP, wenn sie Breitseite zeigen. Zumindest nachdem ich einen Brand draufgesetzt habe. Wir haben 35 Torpedos abgefeuert, 4 haben getroffen, 35.000 Schaden gemacht. Ja. Wie gesagt, sie. Britische Torpedos sind eigentlich nicht so gut, aber wenn man natürlich dann, obwohl dann Zerstörer ist, nur noch straight forward fährt, ja, selbst schuld. Wir haben tatsächlich kaum Schaden durch Wassereinbrüche gemacht. Okay. Habe ich das falsch in Erinnerung gehabt? Aber wir haben 43.000 Schaden durch Brände gemacht, 5 Stück. Auch nicht schlecht. Das hier ist tatsächlich sehr interessant. Wir haben potenziellen Schaden von 1,3 Millionen. Ja, das ist nicht schlecht. Also für einen britischen Zerstörer. Ein russischer Zerstörer kriegt das problemlos hin. Aber das zeigt halt, wie schlecht die auch getroffen haben. Ja, ein britischer Zerstörer sollte eigentlich bei so viel potenziellen Schaden rausgehen. Ja, Schaden durch Aufklärung 42.000. Ja, wir hatten tatsächlich nicht mehr viel hinter uns stehen, was hätte Schaden machen können. Und ja, ich glaube, das Scoreboard habe ich nicht oder ich habe es vergessen. Ich habe hier aber noch den Kapitän. Und ja, wir haben hier 16 Punkte. Hier die drei Skills sind eigentlich immer Pflicht auf allen DDs, die man als erstes skillt. Tarnung skillt man natürlich auch. Und dann hier auch den Inspekteur, um die weitere Heilung zu bekommen.
Man braucht nicht unbedingt den weiteren Nebel, obwohl der manchmal tatsächlich auch sehr praktisch ist. Aber auch die weitere Hydro ist meistens sehr nützlich. Und Adrenalinrausch ist eigentlich auch so ein Standard-Skill. Man geht hier quasi immer erst auf die Defensive. Also die Module gehen nicht so oft kaputt. Wir können uns noch bewegen, wenn unser Ruder kaputt ist. Wir haben also quasi zwar einen Malus, aber wir können uns noch bewegen. Wir bekommen mehr HP. Wir haben Tarnung. Und dann geht man halt auf den Schadensoutput mit Adrenalinrausch, beziehungsweise Inspekteur, könnte man jetzt auch sagen, dass das ja auch eher defensiv gesehen ist. Frage ist, was man als nächstes skillt. Ich habe tatsächlich auf meiner deren RPF geskillt. Aber man könnte natürlich auch hier skillen, dass der Reload noch ein bisschen höher wird. Man könnte hier Brand skillen, man könnte hier die AP erhöhen, den AP-Schaden. Ja, da ist man relativ frei, was man denn noch skillt. Okay, damit ist auch dieses Replay durch und ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Kommentiert ruhig und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.